Der Organisator und Ausrichter dieser Trainingswoche wird dargestellt durch die entsprechende Fahne, die Internationale Skiföderation, die FIS. Also wir bedanken uns ganz herzlich, dass wir das hier in dieser Woche machen durften in Bad Schweinwalde. Der Träger der georgischen Fahne oder Trägerin, Georgi Diakonovi. Und die lettische Fahne trägt die Sportlerin Ailita Krasilčíková, so ist es richtig. Als nächstes Adam Pilch, der Träger der polnischen Fahne. Als nächstes ist die rumänische Flagge dran. Wir sehen hier Andra George, die slowakische Fahne. Trägerin Sara Zelenčík. Mit einem ganz besonders herzlichen Willkommensgruß die Ukraine, Träger Nicole Kniazeva, also das ist ein Mädchen. Und im Anschluss die ungarische Flagge, Träger Darius Ponacz-Tot. Und last but not least als Gastgeber zuletzt die deutsche Flagge, und die Trägerin ist eine sehr hoffnungsvolle junge Nachwuchsspringerin bei uns im Verein im WSV Bad Schweinwalde, Mila Twarok. Matruscha Rusch, die Trägerin der Flagge der Europäischen Union. So, und besagter Noah Trutewig, die Startnummer 3, ist jetzt am Ablauf vom WSV, und ich bekam gerade ganz frisch die Information, der Junge wird erst 6, der ist 5. David Bujok, WSS Wisła, von unseren polnischen Sportfreunden. LKS Klimczok Bystra, Philipp Ruß. Diese Altersklasse 7-8 männlich beendet Olivier Michalozuk, WSS Wisła aus Polen. Es folgt die Nummer 9, Annaline Deinert, ebenfalls eine Springerin vom gastgebenden WSV. Mulder, WSS Wisła aus Polen. Diesen Mädchendurchgang beendet Viktoria Michalozuk, WSS Wisła aus Polen.
Es folgt die 15, der vorletzte Springer im ersten Durchgang K10, Oskar Köppen, WSV 1923. Die Startnummer 16, Marek Matuschny vom WSS Wisła aus Polen. Startnummer 14, Olivier Miklinski-Pschonka, LKS Klimczok-Bistra. Also nochmal der Name Melania Rysela Ozzolina. Die Startnummer 18, Altersklasse 10 weiblich. Es folgt die 21 mit einem einheimischen Adler, wieder vom WSV 1923, Simon Krug. Ein Vertreter unseres einheimischen Vereins, Emil Weslau. Die Sportfreunde vom SSV Geier, starke Johannes, der nächste Starter, die Nummer 25. Antoni Sliwinski vom LKS Klimczok-Bistra ist der nächste. Er hat die 23 und heißt Bartosz Matuschny. Wieder eine einheimische Springerin, Carla Anklam vom WSV Bad Feinwalde. Und da beginnt eine polnische Sportfreundin, Aleksandra Wojcik vom WSS Wisła. Und bei den Mädchen beendet diese Altersklasse Krista Alize Lamstere aus Lettland vom Club Latvia Ogres Steels. Vorletzter Atriu Mulak von unserem einheimischen WSV Bad Freienwalde. Er hat die 41. Pavel Wawach vom WSV Wisła den ersten Durchgang auf der K21. Die Startnummer 42. Es folgt die 37, Dominik Bujok, WSS Wisła. Es folgt sein polnischer Landsmann vom LKS Klimczok, Karol Kwiatkowski, die 38. Anja Rost, sie hat die Startnummer 45. Der Startnummer 48, Sarah Zelenczyk, sie kommt vom Skiclub Slowakei.
folgt Lena Bogusch vom LKS Klingenstock Istra, die 47. Ebenfalls von Wismar, David Urobotschka, der hat die Startnummer 54. Konrad Klimund, der hat die 58. Die 51 Adam Pilch, WSS Wismar. Und hier können wir uns auf einiges gefasst machen. Vom BSV 1923. Minna Anklamp ist die erste, die Startnummer 61. Mila Twarok, die 62. Folgt die 69, unser Einheimischer Rotte Mahnke. Startnummer 70 am Ablauf, Michael Schießbar vom WSS Wismar. Marek Potanczok mit dieser. Matthäus Rusch, LKS Klimczok. Am Start Marta Schiborski aus Wismar. Es folgt Olivia Buri, die Startnummer 73 aus Wismar. Ailita Krasilchikova, Latvia Ogre Steels und die. Alan Sternheil, LKS Klimczok, Istra. Es beginnt Jakub Sihoflas aus Wismar, die Startnummer 79. Es folgt die 84, Nicole Kniazeva aus der Ukraine. Die 83 am Ablauf, Altersklasse 13, 14, weiblich, Kira Maria Kapuštíková aus der Slowakei. Die 14 männlich beendet Vitali Drutschkiv aus der Ukraine, die Startnummer 91. Nächster Starter, die 88, Maciej Kubica, LKS Klimczok Istra. Die Startnummer 90, unser nächster Wettkämpfer, die trägt ein einheimischer Skiadler, Florian Fechner. Bereit die 94, Esmeralda Alievi aus Georgien. Es folgt die 97, Andra Maria George, eine rumänische Sportlerin.
ganz stolz, dass unsere Albine Holz vom WSV Bad Freienwalde schon bei diversen nationalen und auch internationalen Wettkämpfen in ihrer Altersklasse so diverse Titel abgeräumt hat. Unseres nächsten Starters, der zu sehr, sehr großen Hoffnungen berechtigt. Er startet immer noch für den BSV 1923 Bad Freienwalde, ist aber mittlerweile schon nach Thüringen delegiert. Moritz Terei. Es geht dann also weiter mit dem schon besagten Ilja Chebolda aus der Slowakei, die 101. Der nächste slowakische Springer, Hector Kapuštík, die 103. Die 112 ist der nächste Springer, kommt aus Rumänien und heißt Cosmin Florin Donciu. Die 111, Florian Lipke. Altersklasse 17, 18, männlich kein geringerer als derjenige Springer von unserem WSV 1923 Bad Freienwalde, der in seiner Altersklasse, national wie international, so ziemlich alles abgeräumt hat, was nicht nied- und nagelfest ist. Max Unglaube, 113, halten Sie sich fest. Gefolgt vom vorletzten Starter des ersten Durchgangs mit der 117, David Kelemen aus Ungarn. Die 116, auch wieder vom WSV 1923 Bad Freienwalde, Tim Leuchse, 116. Letzte Springer des ersten Durchgangs auf unserer K60, die 118, unser altgedienter Sportfreund Merlin Elske.
Musik.